Und heute ist es wieder Zeit für eine Folge der kleine Minecraft-Spieler von nebenan. In den Hauptrollen der kleine Minecraft-Spieler von nebenan. Lasst uns spielen. Der Zombie. Irgendwo da oben. Gnade. Und der Creeper. Einen wunderschönen guten Tag, es ist Minecraft-Zeit und wir sind zurück. Wie du siehst, habe ich nichts gemacht im im Kellerraum, das machen wir später. Oder vielleicht nachher noch mal gucken, wie auch immer. Es ist nicht viel passiert bisher, weil ich, wie angekündigt, ja unterwegs war in der nordischen Ecke unseres Landes. Man fand mich dann doch eher in... Wie heißt das Nest? Bremerhaven wieder. Problematisch am Bremerhaven ist, so toll, wie sie gesagt haben, dass es gewesen wäre, war es nicht. Ich habe mir auch was ganz anderes drunter vorgestellt. Aber komm, ich möchte mich ja nicht unnötig beschweren. Ja, was habe ich noch? Musik habe ich vergessen. So. Ja, was wir hier machen übrigens, ist auskleiden. Das wird noch die Decke. Die haben wir nämlich vergessen, weil statt einer 5er Höhe müssten wir eigentlich 7er bauen. Also 7er Blöcke, nicht 7er BMW, weißt du so, 7er BMW. Braucht übrigens kein Mensch, ist alles Rotz. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber was heißt eigene Erfahrung? Ich hatte einen 3er BMW. War trotzdem Rotz. Also, war nix. Ja. Das BMW ist cool. Ja, mag sein, aber taucht nix. Wo wäre ich stehen geblieben? Bei der 7er Höhe. Und zwar wollten wir hier ursprünglich ja eine 5er Höhe machen, brauchen aber jeweils noch einen mehr und einen weniger. Also oben brauche ich einen Block mehr für die Deckenauskleidung und die Beleuchtung. Deswegen mache ich das gerade auf. Und wir brauchen unten noch einen Block mehr für die Fußbodenauskleidung. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch Material rausholen. Ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung, oder? Kann das sein? Ja. Ja, ist schwierig, merkst du? Ja, ansonsten hat es eigentlich nicht viel gegeben. Ich habe versucht, mir mal eine kleine Auszeit zu gönnen in Bremerhaven. Das mache ich im September dann nochmal. Allerdings nicht in Bremerhaven. Da sind wir dann doch mal ganz woanders. Zwar auch im Norden, aber dann mehr so in den friesischen Gegenden, wo es einfach ein bisschen ruhiger ist und weniger Event. Weil ich glaube, das fehlt dem alten Master Merchant dann doch. Ich meine, im September ist er ja auch schon mal älter. Der Master Merchant hat ja im Juni den Versionswechsel. Ja, da gibt es dann Master Merchant 4.0. Und ich denke im September, das hatte ich mir ja schon so zurechtgelegt, bevor ich den Versionswechsel angestrebt habe, werde ich dann doch nochmal mit der besseren Hälfte in Richtung Friesland und da einfach mal Wattwanderungen oder ähnliches veranstalten. Einfach damit ich mal ein bisschen atme und ein bisschen runterkomme. Weil in den letzten Tagen, muss ich tatsächlich gestehen, wird es wirklich ein bisschen viel. Also ich habe festgestellt, die Tour nach Bremerhaven und zurück ist schon problematisch gewesen. Also auch von der, das geht böse an die Substanz, einfach aus dem Grund, weil es auch sehr langwierig ist. Ja, also die Tour nach Bremerhaven an sich, ich hab's noch gewusst, ist an sich jetzt nicht so das große Problem. Das größte Problem, was ich habe, ist die Fahrerei. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, vor allem wenn du alleine fährst, also wenn du ein einziger Fahrer bist, dann geht das an die Substanz. Und zwar ordentlich. Ja, also das geht schon richtig ran. Ich muss ehrlich gestehen, normalerweise bin ich einer, der gern fährt und ich fahre auch gern Langstrecke. Aber wir sind über die A7 gefahren und das war quasi eine Baustelle. Also diese Autobahn. Da war eine Baustelle dabei, die hatte gut und gerne 38 Kilometer Länge. Und das war dann eine Autobahn, die mit 38 Kilometer Länge nur 60 km/h zugelassen hat. An Höchstgeschwindigkeit. Und wenn du
diese fast 40 Kilometer nur mit 60 km/h hinter dem Arsch eines LKWs herzuppelst, dann kann das schon mal in die... Ja, dann kann einem das schon ein bisschen an die Nerven rangehen. Ich habe ja kein Problem mit LKW-Fahrern, um Gottes Willen. Es sei denn, du hast wirklich einen richtigen Vollidioten wie wir auf der Hintour, der nicht fähig war, Schilder zu lesen. Vielleicht hat er unsere Sprache nicht gesprochen, keine Ahnung, aber auf dem Schild stand 80 und 80 Achtung Radar. Ja, da sind auch Radare in der Nähe gewesen. Ja, ja, aber er meinte dann trotzdem, bei 80 km/h hinter mir dann fleißig das Horn anschmeißen zu müssen, also die Hupe, und meinte, er müsste mir dann erzählen, dass ich schneller fahren müsste. Und das ist halt immer so eine Sache. Prinzipiell sagt mir keiner, dass ich schneller fahren muss, weil wenn ich fahre, gebe ich die Pace selber vor. Ja? Das heißt, wenn ich der Meinung bin, es sollte schneller gehen und ich kann dann in dem Moment auch schneller, dann mache ich das schon. Und wenn ich der Meinung bin, oh, hier steht schon ein Schild, wo drauf steht, Achtung, Radarkontrollen, ja, und dann 80, dann werde ich da ganz sicher nicht 100 fahren, nur weil er da hinter mir hängt, einen leeren LKW hat und das könnte. Ja. Problem war halt, er kam halt mit seinem fetten Bocken nicht an mir vorbei, denn auf der linken Seite war die Spur nur 2,10 Meter breit. Ja. Also hat er wohl oder übel damit leben müssen, dass er hinter mir geblieben ist. Und ich bin halt konstant meine 80 km/h gefahren, so wie erlaubt. Ja, das fand er halt nicht lustig. Deswegen hat er alle Nase lang gehupt und gedacht, er könnte mich damit dann antreiben. Nur weil er Luftdruckhupe hat und die Luft vorne rauskommt, heißt das nicht, dass mein Auto schneller fährt. Joa. Als es dann wieder in den Bereich 120 ging, wo wir dann wieder 120 fahren durften, habe ich meinem Tempomat auch gesagt, so, wir dürfen wieder 120 fahren. Und dann sind wir auch 120 gefahren. Ja, das ist ja jetzt nicht das Problem. Ja. Der LKW-Fahrer saß halt anders und hat sich auch noch schwer darüber aufgeregt, dass ich ihm klar gemacht habe, dass das mit mir halt nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ja, gut. Ich denke, damit wird er leben müssen. Fertig aus. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ja. Ich bin eigentlich sehr pflegeleicht, wenn man mich in Ruhe lässt. Ja, dann passt das eigentlich immer ganz gut mit mir. Ja, auch die ganze Fahrerei funktioniert eigentlich auch ganz gut mit mir. Wenn man mich einfach machen lässt, dann klappt das schon ganz gut. So, was haben wir denn da? KST Beat Nummer 100. Together. Ja, together. Das ist ein gutes Motto. Together. Ich glaube, das ist das Problem im Straßenverkehr in diesem Land oder ganz allgemein. Wenn sie alle ein bisschen miteinander schwimmen würden und sich alle ein bisschen mehr an die Regeln halten würden, die aufgestellt worden sind, gäbe es kaum Probleme im deutschen Straßenverkehr. Ja, leider gibt es diese Probleme, einfach weil sich keiner an die Regeln halten will. Ja. Ich hatte natürlich nicht nur diesen LKW-Fahrer, ich hatte ja in den Baustellen, vor allem in der Rücktour, in der fast 40 Kilometer langen Baustelle, so viele Idioten dabei. Ja. Inklusive eines, leider war die Kamera zu diesem Zeitpunkt schon voll. Inklusive eines möchtegern Penisvergrößerungsgerätes. Ja, da fuhr einer mit einem Ferrari an uns vorbei. So schön diese Autos auch aussehen, ich weiß nicht, ich halte davon nichts. Ja, sie sehen wirklich hübsch aus und sie haben auch einen geilen Sound. Aber ich habe so den Eindruck, es sind eigentlich auch immer nur Kerle, die ich in diesen Autos dann sehe, die auf öffentlichen Straßen sich dann daneben benehmen. Ja. Sind immer nur Typen, also immer nur die Schwanzträger. So leid es mir tut, dass ich so offen spreche, aber es ist so. Ja, nichts gegen ein Auto mit ordentlich Leistung. Aber guck dir die Freakos an, die in den Autos sitzen, die ordentlich Leistung haben. Wie sie sich benehmen. Nur wie sie sich benehmen. Nicht mal die Tatsache, wie sie aussehen, noch nicht die Tatsache, wie sie sich kleiden oder ähnliches, sondern einfach nur, wie sie sich benehmen. Dann kann der einem schlecht werden. Ganz ehrlich. Ja, und wie gesagt, das sind immer nur Kerle. Ja, und bei mir meinte auf der Autobahn da noch einer rechts überholen zu müssen, in der Baustelle. Ja, und der hatte gut und gerne seine 140. In dem Bereich, wo man 60 fahren darf. Ja. Er hat halt nur die Lücke abgewartet, bis ich links und rechts genug frei hatte und meinte, er müsste dann rechts fahren, vorbei hopsen. Ja. Er verlässt sich dann halt darauf, dass die defensiven Fahrer, die halt keinen Ferrari haben, auf ihn aufpassen. Mir war es irgendwo relativ egal, ich bin einfach in der Spur geblieben.
Ich meine, mir kommt das ja dann irgendwo sehr gelegen. Ich mag mein Auto, gar keine Frage. Verstehe mich da nicht falsch. Ich finde mein Auto richtig toll. Ja, aber es ist eine ganz einfache Kiste. Wenn mir da einer reinfährt, weil er meint, er muss rechts überholen. Dann hoffe ich, dass er gut versichert ist für ihn. Ansonsten kommt er da nämlich nicht mehr raus aus der Nummer. Ich muss hier oben mal... Ich muss hier nachher gleich mal ein bisschen was einräumen. Aber ich glaube, das mache ich wirklich in der Speedaufnahme dann. Jo, also wie gesagt, es ist doch schon... Ja, schwierig. Ja, und die Fahrt über die A7 war tatsächlich... Also sie war schon anstrengend. Ja, normalerweise fahre ich ja schon, ich fahre auch große Autobahnen, also so ist das ja nicht so. A5, A1, A2, das kriege ich schon auf die Reihe, so ist das nicht. Ja, aber da war die Verkehrsführung strukturierter und das war auf der A7 einfach gerade nicht der Fall. Ja. Das war einfach nicht schön, das war einfach nicht gut gemacht. Vor allem diese brutale Bremse auf 60, ja, wenn du aus einem 120er Bereich kommst, und dann plötzlich nur noch die Hälfte fahren darfst. Es ist schon schwierig. So. Ja, und dann hattest du ja zwischendurch schon Abschnitte in der Baustelle. Die waren dann schon ein bisschen besser und die waren auch schon ein bisschen kompletter. Da haben sie dann zwischendurch immer so kurz, so für 500 Meter, die Geschwindigkeit nach oben gesetzt. Ja. Und dann gehst du hin, gibst Gas und stellst dann fest, das ist jetzt aber doof. Ja, weil wieder schlagartig Bremse. Das macht's wirklich nicht einfach. Das macht's wirklich nicht einfach. So, das hebe ich mir mal alles auf. Und warum? Erstens, weil ich es kann, zweitens, weil es nötig wird. So. Und hier überall das Krawil. So. Ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich auch nicht so der... Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin ein zügiger Fahrer. Bin aber auch kein Bleifuß. Ich weiß, dass dass ich schnell fahren kann. Auch mit meinem Auto, das geht. Der kann das. Ja. Aber ich bin da nicht mehr so wild hinterher. Oder ich bin da allgemein nicht so wild hinterher. Ja, und aktuell ist es ja auch so, dass du auf unseren Autobahnen gar nicht so viel machen kannst. Was höre ich denn da? Oh, das ist aber selten. Oh, The Second Dreamer. Meine Fresse, ist das lang her. Oh, da muss ich ein bisschen ruhiger sein. Was ein schönes Ding. Mal neu auflegen. Muss ja demnächst sowieso mit meinen eigenen Tracks ein bisschen was machen. Spätestens wenn Artikel 13/17 kommt, ne? Dann kann ich ja nur noch den eigenen Kram hochladen. Ja. Und hoffen, dass YouTube nicht der Meinung ist, dass meine eigens kreierte Mucke urheberrechtlich geschützt sein würde. Ist sie ja dann durch mich, aber trotzdem.
Das habe ich mir gedacht.